Moin Leute, ich wollte ein kleines Video machen. Das wird wohl jetzt nicht lange dauern. Ich wollte euch ein paar Tipps geben und mal jetzt sagen, schon mal vorweg, dass es mit der eBay-Idee nichts wird, weil es ist einfach schon zu teuer. Naja, okay, es ist noch billiger als das Ganze, wenn ich das jetzt wechsle, aber ich habe da erstmal eine andere Idee. Und zwar, ich wollte so eine. Das war ein komplettes Set. Das war eine Alu-Hinterachse mit Alu-Differential plus Kugelantrieb. Alles von FG. Steht bei 101 Euro. Ist mir aber schon zu viel. Beziehungsweise ich muss nicht bezahlen. Mein Vater, weil, ja, ich habe ja schon im letzten Video gesagt, das ist so eine Geldsache, versteht ihr? Und ich bin froh, dass mein Vater mir jetzt immerhin was anderes spendieren will. Er wird heute Abend auf eine Achse bieten. Bei eBay, die ist aus Plastik mit ein FG-Differential. Wir hoffen, dass wir beides kriegen. Das ist beides von denselben Typen. Hat nur 2 Liter Sprit durch die beiden Teile. Ist das Differential ist aus Kunststoff und der Knochenantrieb ist verbaut. Das ist aber nicht schlimm, weil der Kugelantrieb bei FG ist nicht so teuer. Der kostet nur 60 Euro und das Umbausatz fürs Differential 30, also auf Alu. Das werde ich möglichst schnell zusammen haben. Weil ich habe nämlich echt keine Lust. So lange. Wartet mal kurz. So, war gerade meine Mutter am Garagentor. Jemand hat angerufen, Telefon. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Wir wollten eigentlich heute eine Hinterachse abholen. Wir haben schon gestern eine bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Das war eine vom C5, vom Gladbahner. Weil der Attack hat die Achsen vom Gladbahner. Der hätte ich eine komplett neue Hinterachse gehabt. Weil die brauche ich so oder so, weil das ist wirklich ausgeschlagen alles. Deswegen wollte ich sowieso eine neue Achse. Das meinte ich mit den Zylindern da, dass das sowieso ausgetauscht werden muss. Da gebe ich euch jetzt einen Tipp. Und zwar, wenn diese Dinger anfangen auszuschlagen, also sprich so in eine Richtung, so eine Kerbe hier reinhauen, dann unbedingt wechseln. Wirklich unbedingt wechseln. Wenn sie so ein bisschen anfangen auszuschlagen, so in beiden Seiten, so ganz leicht, dann ist das normal. Das sind Laufspuren. Aber wenn sie so anfangen schon. Bei der einen ist es ein bisschen weniger. Wenn sie schon so anfangen auszuschlagen in eine Richtung, dann unbedingt wechseln. Ich sage euch, das geht aufs ganze Getriebe, auf die ganze Achse. Das schlägt alles aus. Da ist sogar, die Dings ist hier sogar abgebrochen, weil das so ausgeschlagen ist. Es hat solche Schläge gegeben, dass einfach diese Platte einfach gebrochen ist. Das Differential hat es dadurch natürlich auch zerfetzt. Und ja, die sind auch dadurch abgenutzt. Hier jetzt nicht, weil die sind unten drin. Hier sind sie oben, sind sie mehr abgenutzt. Ja, die Kamera kann das nicht so gut aufnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich eine bessere irgendwann mal irgendwo herkriege. Und das hat alles Spiel, deswegen unbedingt auswechseln, wenn die anfangen auszuschlagen. Ganz wichtig. Dadurch könnt ihr euch die ganze Achse, das ganze Getriebe, alles ruinieren. Das ist wirklich richtig beschissen. Das ist mir ja jetzt auch passiert. Ich hatte das Problem schon vor 1 Jahr circa entdeckt, dass die anfangen auszuschlagen. Hab mir aber nie was dabei gedacht. Also dachte ich, ja, okay, wird irgendwann mal gewechselt, ne? Ah, ich mach das mal so. Bevor das hier runterfällt. Und, nee, lieber sofort auswechseln. Weil sonst ist das Theater nachher groß. Und wirklich, das ist einfach nur scheiße. Also es ist jetzt nicht viel Spiel, was hier ist. So, das sieht man auch gar nicht, wenn ich jetzt hier dran wackel. Oder sieht man es doch? Es ist nicht viel. Aber das ist bei so einem Großmodell auch so ein bisschen Spiel. Das merkt man beim Fahren sofort, dass alles beim Beschleunigen, das wackelt hier hinten alles richtig. Die ganzen Räder, das sieht so aus, als ob alles lose wäre. Aber wenn man so dran wackelt, dann ist das gar nicht so viel. Aber das macht ganz schön was aus. Und ich sag mal so, desto kleiner das Modell, desto mehr Spiel haben die auch eigentlich. So kenne ich das jetzt hier so standardmäßig drin. Da ist immer so ein bisschen Spiel. Zum Beispiel bei meinem 1 zu 10er Elektro, da ist hier überall so Spieler drin, aber das merkt man beim Fahren nicht. Und weil das so ein großes Modell ist, so viel wiegt und so viel Kraft hier überall drauf hat, ist so ein bisschen Spiel schon so viel, dass man das übelst sieht und auch übelst an der Fahrweise merkt. Deswegen unbedingt, wenn irgendwas ausschlägt am Getriebe oder so. Oder auch hier zum Beispiel der längste, ja, wo anfängt auszuschlagen, was ja bei mir jetzt so langsam der Fall ist. Ja, so ein bisschen, ne?
auch unbedingt irgendwann tauschen. Auch nicht zu lange warten, weil sonst schlägt das hier halt alles mit auf und Dauer auf, wenn das die ganze Zeit während der Fahrt so hin und her, ne, wackelt. Es geht natürlich auch überall auf Achsen und so weiter, ne. Eigentlich ist die Vorderachse bei mir noch fast spielfrei. So ein bisschen Spiel ist normal. Aber solche Sachen unbedingt tauschen. Sowas wie Lenkservo mit Spiel. Nicht so lange mitfahren, weil sonst, also die jetzt viel Spiel haben, das geht noch einigermaßen. Aber der muss trotzdem irgendwann getauscht werden, weil der ist auch ein bisschen schwach. 15 Kilo, das reicht nicht. Und da werde ich mir wohl auch irgendwann mal einen neuen besorgen. Ich möchte aber auch nicht zu lange warten, weil sonst ist das Theater nachher wieder groß. Weil jetzt ist ja Sommer, jetzt wird viel gefahren. Werde ich mir wohl so Mitte Sommer oder zum Geburtstag hole ich mir dann neuen Servo. Muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall mindestens 20 Kilo muss er haben. So, das Video ist jetzt schon wieder lang. Ich möchte es jetzt auch nicht wieder so lang in die Länge ziehen. Ja, so lang in die Länge ziehen. Das war jetzt so mein kleiner Tipp dazu. Wie schon gesagt, immer schön wechseln, sonst ist das Theater nachher groß. Und werden wir uns wohl sehen, wenn ich die Achse irgendwann einbaue. Ich hoffe, ich habe bis dahin Stativ oder ich werde es mit einem Kameramann machen. Wird wohl besser sein. Ein Kumpel oder mein Vater. Ich hoffe, der hat Bock. Und dann sehen wir uns wohl da wieder. Vielleicht wird auch noch ein Video von der Elektro folgen. Das ist dann das zweite. Das erste habe ich euch ja erklärt, was da passiert ist. Ja, blöd gelaufen, muss ich halt nochmal machen. Erkläre ich halt nochmal das Ganze. Ja, ich will hoffentlich auch die ganzen Motordaten. Ich werde einfach mal googeln, weil ich hatte sie da nicht so genau, weil der Motor ist auch schon. Wie alt ist er schon? 4 Jahre, 5 Jahre? Ich heb ja nicht die ganzen Zettel auf, wo die Daten draufstehen. Oder das verschiebt man mit der Zeit mal, ne? So, wie auch immer. Das Video ist jetzt schon wieder 5 Minuten, 5,5 Minuten ist das jetzt schon wieder lang. Der eine Schnitt war, glaube ich, 2 Minuten. Ja, fast 8 Minuten. Es braucht dann wieder so 3 Stunden zum Uploaden. Ja, naja. So, das war jetzt mein kleiner Tipp. Ich bin's, euer Porgy. Tschüss.